Grüße! Heute mal ein anderes Video bei mir aus der Halle. Ich bekomme immer mal die eine oder andere Frage, was ich filme, ob ich das eventuell mal vorstellen könnte. Ich sag mal, jetzt, dadurch, dass sowieso die ganze Zeit jetzt anfängt, wo das Wetter beschissen ist, wo man einfach nicht mehr richtig viel draußen Motorrad fahren kann, dachte ich mir, dass jetzt mal die Zeit gekommen ist für solche Videos. Wir gehen jetzt gleich rein und dann werde ich euch mal das Setup hier vorstellen. Dann sehen wir uns bei mir oben am Schreibtisch. Oh, da sind wir wieder. Da haben wir hier einmal das Setup. Ich würde es einfach mal kurz alles so ein bisschen vorstellen und beschreiben. Die Links zu jedem einzelnen Artikel würde ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung reinpacken, dass ihr halt wisst, wo ihr das auch mit erwerben könnt. Ich habe hier oben einen kleinen Spotlight bestellt. Das Ding ist eigentlich relativ hell. Ich muss dazu sagen, dass ich den tatsächlich wirklich bei Wish bestellt habe. Aber hier, ihr seht, das Ding macht doch mächtig Rabatt. Dann haben wir hier noch ein Rode Mikrofon. Wie das Ding genau heißt, kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Es ist halt mit dieses kleinste kompakte Mikrofon, was die halt anbieten, fand ich halt mit am geilsten, weil ich halt nicht so ein großes Mikrofon mit haben wollte. Hier, das ist halt noch nicht so die hundertprozentige Lösung. Erstmal reicht es jetzt. Im Winter werde ich mich damit auch nochmal richtig beschäftigen, dass es hier vernünftig ist mit der Kabelverlegung. Dann hier unten genau dasselbe. Viele kennen das Spiel. Leider Gottes der originale GoPro Mikrofonadapter. Kein anderer Adapter funktioniert dort, also muss man wirklich darauf angewiesen, dass man diesen GoPro Mikrofonadapter kauft. Was haben wir noch? Hier haben wir noch eine Schraube unten. Ich weiß gar nicht, ob man es richtig sieht. Doch, man sieht es. Von King Tide. Ich bin immer ein ziemlicher Fan von den ganzen Alu-Sachen, was halt für die GoPro mit ist, weil die ganzen anderen Schrauben halt immer schnell irgendwie ausnuddeln. Man kann sie nicht richtig festziehen oder sonst was. Dann haben wir hier noch den Kamera-Rig. Den hatte ich beim Manuel Lettenbichler bei Instagram gesehen und da war mir sofort klar, dass ich dieses Ding halt auch brauchte, weil der halt wirklich ziemlich kompakt ist. Der ist mega robust. Das ganze Ding gibt es bei den Amis. Dort habe ich ihn auch bestellt. Ich habe dafür, ich glaube, 75 Euro mit Versand bezahlt. Ist nicht ganz kostengünstig. Aber ich sag mal, man kann damit wirklich mega geil filmen. Jetzt so die letzten Vlogs wurden auch mit dem Rig gefilmt. Das haut mega gut hin. Also ich bin mega zufrieden. Bin da nicht irgendwie traurig drüber, so viel Geld ausgegeben zu haben. Dann filme ich jetzt hier aktuell noch mit der GoPro Hero 8 Black. Finde ich halt auch mit am entspanntesten. Dadurch, dass sie ja diesen Hypersmooth mit verbaut hat. Da macht das halt auch relativ viel Sinn. Man braucht halt, wenn man jetzt so irgendwo filmt, nicht mehr einen einzelnen Stabilisator, sondern hat den ja gleich mit drin. Viele haben mich auch schon gefragt, warum ich immer mit der GoPro filme und nicht mit einer Spiegelreflexkamera oder sonst was. Das kann ich euch aus dem einfachen Grund sagen. Eine GoPro kann man jedem in die Hand drücken. Und gerade wenn man halt irgendwo auf der Strecke ist, jemand sich halt anbietet zum Filmen und fragt, hier, soll ich dir ein paar Sachen filmen, dann ist sowas immer eine mega Erleichterung. Und bei einer GoPro braucht man halt einfach keine ewig lange Einweisung, sondern man kann halt einfach demjenigen dieses ganze Konstrukt hier in die Hand drücken. Es ist alles dran, man muss auf nichts mehr achten, sondern im Endeffekt einfach nur hier oben auf den Knopf drücken, dass die Kamera angeht. Und dann ist das auch schon alles, was derjenige beachten muss. Bei einer Spiegelreflexkamera hatten wir jetzt halt immer das Problem gehabt, dass man da immer mit Autofokus und dann fokussiert es nicht richtig, dann sieht derjenige das aber nicht richtig. War halt immer wie Käse, von daher meine Vlogs werden immer mit der GoPro gefilmt werden. Die ganzen einzelnen Preise von den ganzen Komponenten, hier kann ich auch noch kurz sagen. Die Lampe, die hat mich bei Wish, ich glaube, 19 Euro gekostet. Die GoPro-Kamera an sich habe ich mir gleich zu dem Zeitpunkt geholt, wo sie rausgekommen ist. Überlege da aber auch, ob ich auf die Hero 9 Black umsteige. Die habe ich jetzt beim Kevin gesehen gehabt. Die macht eigentlich auch mega fette Aufnahmen, gerade auch was halt das Vloggen anbelangt. Hier vorne mit dem kleinen Display ist das auch ein mega Pluspunkt. Die habe ich damals für 355 Euro gekauft gehabt, vor einem halben, dreiviertel Jahr. Das Rode Mikrofon habe ich für 45 Euro aus eBay geholt. Den GoPro Mikrofonadapter, den habe ich auch bei Kleinanzeigen geschossen. Der wurde einmal irgendwie verwendet, da habe ich 50 Euro für bezahlt. Ich glaube, so eine Schraube hier kostet 7 oder 8 Euro. Da bin ich mir jetzt nicht mehr so genau sicher, die habe ich schon eine ganze Weile, weil die Alu-Sachen halt doch schon mega lange für die GoPro halten. Und wie gesagt, das Rig hier, ich glaube, es waren 69 Euro oder 74 Euro mit Versand. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich sag mal, für 500 Euro kann man sich ein mega solides Vlog-Setup zusammenbauen, was halt auch von jedem bedient werden kann. Dann hoffe ich natürlich, ich konnte euch einen Einblick geben zu den Sachen hier, mit denen ich filme. Alle Komponenten, die ich in dem Setup mit verbaut habe, haue ich euch nochmal in die Videobeschreibung und dann könnt ihr euch fleißig solche Setups nachbasteln. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut die gerne in die Kommentare oder schreibt mir bei Instagram oder Facebook oder wo auch immer.
Und dann werde ich sicherlich öfter nochmal solche Vorstellungsvideos machen. Einige hatten auch schon nach der Vorstellung von meinen Motorrädern gefragt. Andere wollten den Anhänger nochmal sehen. Ich denke mal, da werden wir jetzt den Winter mit solchen Videos ein bisschen überbrücken. Lasst mir auf alle Fälle euer Feedback da, haut mir die Kommentare voll und dann sehen wir uns im nächsten Video.